So, also, wir wollen dahin. Wir wollen teleportieren. Feuerbahn schreien. Jo. Von da aus dann, wie eben erwähnt, zur Mausfrau. Dann wahrscheinlich einen Heimkehrknochen benutzen. Dann müssten wir wieder in Anor Londo rauskommen. Von da können wir uns jetzt zum Schmied teleportieren. Ja, das müsste aufgehen, okay. Hatte der Typ hier eigentlich auch Pfeile? Ja, ne? Ja, hatte er. Wir dürfen jetzt noch nicht sterben auf dem Weg zu ihm hin. Also runterfallen. Das wäre doof und so. Ja, und der Feuerbombenschmeißer oben ist nervig. Immer noch. Also, lauf. Spring. Oh, das war knapp. Ganz vorsichtig. So, du. Ja, Gegenstand kaufen. Ich hätte gerne Nusspfeile. Ich könnte eigentlich Holzpfeile nehmen, aber ich benutze sie nur zum Pullen. Physisch 60, 35, 45. Schwere Pfeile fügen mehr Schaden zu, allerdings auf Kosten der Reichweite. Das ist nicht gut. Diese Pfeile fliegen weder besonders weit, noch fügen sie besonders viel Schaden zu. Ja, du. Also normale Pfeile scheinen das Mittel der Wahl zu sein. Gut, wir hätten gerne 171 Pfeile. Kostet 1700 Seelen, ja, kein Problem. Warte mal, kann ich sie noch irgendwie schneller hochmachen? So, 2700 ist okay. 442 Pfeile. Das sollte auf jeden Fall reichen. Ja. Das heißt, zum Schmied müssen wir schon mal nicht mehr. Das ist gut. Jetzt müssen wir nur noch den Weg zurück überleben. Ey! Das ist unfair. Okay. Du. Auf damit. Okay, jetzt, also wir haben Pfeile, wir wollen zur Moosfrau. Da unten liegt Loot, aber der bleibt auch da liegen, weil das sind irgendwelche doofen Lumpen oder zerbrochene Schwerter oder irgendwas in der Richtung. Hier war noch einer, genau du. Die Ratte lässt eine Ratte sein. Und da. Moosfrau. Zweimal Läuterungsstein oder dreimal und dann ist gut. Da hinten ist sie, ja. Wir sind menschlich. Wir haben zwei Menschlichkeit. Aber sie wird trotzdem nichts Neues zu sagen haben. Nö. Sagt immer das Gleiche, dass wir sie so lange allein haben lassen. Und blubbliwupp. Läuterungsstein. Ich hätte gerne drei Läuterungssteine. Und ich hätte gerne ganz viele Heimknochen, damit ich die in nächster Zukunft erstmal nicht mehr kaufen muss. Ja, okay. Mhm. Die Läuterungssteine sollten wir aus der Gottgeleiste nehmen. Du weg. Der Rest kann drin bleiben. Ja. Ja, wir wollen zurück. Gucken wir mal, ob wir wirklich rauskommen, wo ich denke, dass wir rauskommen. Ja. Bist du schon ein 20er? Nö. Okay. Teleportieren. Zur Prinzessin. Da weiß ich nämlich, dass es ein 20er ist. Ja, also. Wollte schon sagen. So. Archiv des Herzogs. Das klingt gut. Frage ist nur, wo genau ist das Leuchtfeuer? Also wie weit müssen wir jetzt laufen? Aber da wir diese eine Abkürzung da freigeschaltet haben, dürfte es ja nicht allzu schwer sein. Genau, also. Jetzt kommt der lustige Weg wieder. Ha, ha, ha. Gucken wir mal, wie gut ich ihn mir merken konnte. Also wir sollten die ersten Golems auf jeden Fall überspringen. Also die hier auf dem Weg, ne? Die draußen. Überspringen. Ich sollte möglichst weit rechts mich halten, dass ich nicht an diesem... Ey.
möglichst weit rechts mich halten, dass ich nicht an dem einen doofen Kristall hier hängen bleibe. Dann laufen wir runter, warten, bis der eine Golem näher rankommt, springen über ihn rüber oder drumhin rum. Und dann geht's runter. Es gab da zwei Golems, die ein Problem gemacht haben. Aber ich muss mal gucken, wie ich die umgehen kann. Ich muss nur vorsichtig sein. Also nicht auf Kristallen rumrollen oder springen, wenn es nicht sein muss. Komm mal hoch, komm mal hoch. Ja, das ist auch toll. Bye bye. Hätte eigentlich schwer damit gerechnet, dass der jetzt runterfällt. Aber nö. Ah, doch. Sehr gut. So, darum. Den möchte gern Boss hier ignorieren. Ist nur Trash. Ich weiß nicht genau, warum der hier eingefügt wurde. Also, er passt vom Stil natürlich super rein. Diese Viecher hier. Aber sie aggroen nicht. Sie machen nichts. Vielleicht haben sie irgendeinen tollen Loot, aber nee. Also, Theorie. Wir stehen hier, wir machen eine gerade Linie. Wir laufen rüber. Theorie klappt soweit. Okay. Nächstes Problem war hier, dass man gleich anfängt zu rutschen. Genau hier. Und da muss man gegensteuern, 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 gegensteuern. Dann kommt man hoch. Dann läuft man nicht hier lang. Genau. So. Der Golem hier. Den werden wir töten müssen. Benutzen müssen und werde mich heilen müssen. Weil eine ganz schön grobe Kelle. Oh, Glück gehabt. Hau. Oder so. Sehr gut. 2500 Seelen. Wusste ich's doch. Das ist kein normaler Kristallgolem. Das ist irgendwas Besonderes gewesen. Das ist irgendein besonderer Kristallgolem. So. Wo ging es jetzt weiter? Hier kam jetzt dieser ganz lange Weg. Moment mal. Ich hätte nicht runterspringen sollen, oder? Da oben ist der Weg lang. Ja, ich hätte nicht springen sollen. Wie komme ich hier jetzt wieder weg? Hier sieht man Flocken. Ah, okay. Hier kann ich also wieder hoch. Also, hier ist unser Ausgangspunkt. Da oben ist unser Endpunkt. Ich laufe jetzt einfach geradeaus und teste. Keine Lust, Steinchen zu schmeißen. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Jo, okay. Also. Wieder hier hin, wieder runterrutschen, wieder auf das Ding. Dann nicht runterspringen, wo der Golem war. Den können wir komplett ignorieren. Das merke ich mir jetzt für den nächsten Tod. Der gewiss bald kommt. Oh. So, und hier steht jetzt, gleich fällst du tief. Das ist falsch. So, da hinten will ich irgendwo hin. Das ist keine genaue Aussage. Deswegen kann ich auch keine genaue Linie ziehen. Aber das sieht gut aus. Ich laufe hier jetzt einfach mal geradeaus. Lauf, lauf, lauf. Lauf geradeaus. Ja, hier geht das auch. Und ich sage, hier geht's auch, weil ich irgendwie davon ausgehe, dass es irgendwo nicht gehen wird. Weil so das Spiel funktioniert. Man wagt sich in Sicherheit und dann, bam, tot. Wir kommen schon mal zu diesen Muschelviechern jetzt relativ einfach. Und davon können wir ruhig noch ein paar umbringen, weil die haben halt Funkeltitanit, ne? Komm her. Ja, weg mit dir.
Gegenstand nehmen. Nein! Nein! Au, hey, wo kommst du näher? Au. Würde mich gerne heilen. Ja, auch wenn das nicht so gut ist. Weil ich die Heiltränke eigentlich für den Boss brauche. So. Also sie haben Funkeldynamit dabei und Läuterungsstein. Das ist natürlich eine super Kombo. Also ernst gemeint super Kombo, weil beides teuer ist. Sich hier zu farmen lohnt sich extrem. Kommt gleich ein zweiter, oder? Ja. Au. Aber eine gute Taktik für die habe ich noch nicht. Also einzeln um sie rumlaufen, ja. Aber sobald das jetzt so eine Gruppe ist wie da, pf, kein Plan. Ich laufe mal weiter hoch und heile mich kurz mit dem Zauber, damit ich nicht zu viele Tränke verbrauche. Aber ist auch nicht schlimm. Jetzt habe ich ja... Oh. Au. Jetzt weiß ich ja, wie ich schneller hier hinkomme, wenn ich sterben sollte, weil ich nicht genug Tränke habe. Da ist schon die Nebelwand. Sehr komische Nebelwand. So, Schild. Gib ihm. Ja. Okay, Schuppenloser. Zweihand. Nicht verflucht werden, nicht verflucht werden, nicht verflucht werden. Oh, kriegt er keinen Schaden. Ja. Wir müssen erst das Ding da hinten töten. Zerstören. Wie auch immer. So. Heilen wir uns. Ah, er zuckt eine ganze Weile rum, nachdem man das Ding haut. Das sollte ich wohl normalerweise ausnutzen. Was ist das da? Oh, das ist ein Mensch. Humanoider. Ein etwas. Au. Au. Kein Schaden, kein Verbrauch. Oh. Verfluchen, verfluchen, verfluchen. Lauf, wo? Wie komme ich hier raus? Gar nicht. Das ist sehr schön. Das war mein Seelenhaufen. Ah, okay. Es ist nur in eine Richtung. Ich kann nur nicht sehen, wo der Ausgang ist, weil ich halt mittendrin stehe. Mach das nochmal. Dann winkel ich dich an und greife dich von der anderen Seite an. Komm, komm. Mach Kristalle auf dem Boden. Was war das? Egal, drauf an. Hau. Hau. Hm. Er ist gleich tot. Das läuft super. Oh oh. Hätte ich nicht sagen sollen. Okay, lauf, 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 lauf. Stamina und gib ihm. Ja, er macht nur hinter mich die Kristalle. Sehr komisch. Gegen ihn drücken, gegen ihn drücken. Hauen, 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 hauen. Fertig. Fürstenseelenscherbe. Ernsthaft? Okay. Also, wenn man weiß, was man tut, ist der echt nicht schwer. Und was ist mit dir? Du warst eine Statue, die wurde aber zerhauen. Warst du wichtig? Warst du ein Quest-NPC? Da ist wieder ein Leuchtfeuer. Ich will mich aber erstmal hier unten umgucken. Also hier unten war irgendein Ding, irgendein Kristall, der dafür gesorgt hat, dass der Schuppenlose unsterblich war, also keinen Schaden genommen hat. Daher hätten wir den ersten Kampf gar nicht gewinnen können, weil er halt unsterblich ist. War. Ja, war. Jetzt ist er tot.
Da oben sind noch die Muscheldinger. Ist da eine Leiche auf dem Kristall? Ne, es war so eine Spiegelung. Nö, also ich sehe hier ad hoc nichts. Das heißt, wir benutzen das Ding einfach mal. Zing. Wurde entzündet. Wir würden gerne aufsteigen. Wir hätten gerne... Ja, weiß nicht so recht. Also, bei ihm hier gerade eben hätte uns eigentlich nur noch mehr Stärke was gebracht. Weil wir haben nicht so viel Schaden bekommen. Aber ist halt nicht immer der Fall, dass das so einfach ist. Ich glaube, ich stufe erstmal meine Ausrüstung auf. Wir würden uns gerne teleportieren. Und zwar... Kammer der Prinzessin, ja. Und von da aus dann zum großen Schmied. Da unsere Rüstung voll hoch. Wenn sie das nicht schon ist, das vergesse ich jedes Mal wieder. Können wir mal kurz gucken. Plus 2, plus 5, plus 3, plus 4. Nö, da geht noch einiges. Das ist jetzt der nächste wichtige Punkt. Ausrüstung aufstufen. Und dann gehe ich unbewusst sofort zur Gwynnewehr. Nein, ich will nicht zur Gwynnewehr. Ich will zum Schmied.